Willkommen zurück, ihr lieben Leute, hier bei Sekiro. Und ich wurde direkt erkannt, also entdeckt. Dementsprechend muss ich den Typen da vorne gleich mal wegrasieren. Na, komm mal her. Mein Schwert wartet auf dich. Kommt er? Kommt er? Kommt er? Ne, der wartet dort. Auf schönes Wetter, oder was? Vorsicht, da ist ein Kumpel. Der bärtige Emil. Boah. So. Gebt mir euer Geld. Ich habe sehr viel Geld verloren. Und eigentlich wäre es ja auch nicht schlecht, noch irgendwas zur Heilung zu bekommen. Ja, Keramiksplitter. Ja, Kügelchen habe ich einmal. Denn ich muss ja gleich diesen einen Typen besiegen. Diesen mega schweren. Ja, man kann sich hier schön über die Dächer arbeiten. Also man kann dadurch auch ein paar Gegner wahrscheinlich skippen. Zum Beispiel die Hunde. Oh oh. Oh Gott, ein Killerhahn. Wow, was für ein böses Vieh. Ein gemeingefährlicher Killerhahn. So. Probieren wir es nochmal mit dir. Wow. Alter, wieso laufe ich denn da rein? Das war jetzt aber auch wirklich verdient. Leute, das war nicht gerade die beste Kür. Boah. Aber an dem lerne ich gerade noch so ein bisschen, wie es geht hier. Also einfach so Dark Souls-mäßig um sie herum ausweichen, funktioniert halt echt nicht. Also... Leute, das muss ich ein bisschen geschickter machen. Das war jetzt der zweite Angriff auf den Bro. War jetzt nicht sonderlich gut. Das habe ich jetzt nicht so toll gemacht, wie ich es gerne gemacht hätte. Deswegen lasst mich hier unten nochmal den Angriff starten auf die beiden dort. Siehst du die beiden dort, denkst du an Doppelmord? Alter, Junge! Jetzt falle ich auch gleich runter, oder was? Boah! Krass, vom Pech verfolgt, jetzt krieg ich es gar nicht mehr hin. Jetzt krieg ich es einfach gar nicht mehr hin. Nein, sterben. Ich lasse mich einfach sterben. Am Anfang ging es doch noch so gut. Jetzt fresse ich hier die Treffer noch und nöcher. Spiel wie die letzte Unterhose. Nochmal. Wie göttliche Hilfe? Was ist göttliche Hilfe? Die Hälfte der Fähigkeitserfahrung und Zen gehen beim Tod verloren, aber in seltenen Fällen lässt sich dies verhindern. Die göttliche Hilfe der Gottheiten und Buddhas kann dich vom Verlust bewahren. Ah ja, es gibt eine Chance auf göttliche Hilfe und die habe ich quasi erhalten. Oh, da unten ist noch ein bisschen was, da sollte man gleich mal gucken gehen. Ah ja, Items kann ich so auch heranziehen. Ah, okay, verstehe. Daher habe ich auch gerade die Kügelchen erhalten. So, Keramiksplitter auf Feind werfen. Achso, ja, das war jetzt natürlich Fail.
Ah, ich kann mich hier auch so im Sprung über die Map ziehen. Ah ja. Aber lass mal ganz kurz gucken, was da unten ist. Ich meine, ich kann mich hier so runterfallen lassen. Ach du Schreck. Ah, hier ist eine geheime Höhle. Arkos Konfekt. Ein in Senpo-Tempel gefertigtes Konfekt, gesegnet mit Arkos Schutz, erhöht kurz Schaden an der Haltung und Vitalität. Iss davon und nimm die Haku-Haltung ein, um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Die Geister verkörpern überschüssiges Karma. Man muss hart auf das Konfekt beißen und ertragen, was geschehen ist. Ah, okay. Erinnert mich dann so ein bisschen an diese temporären Stärkungen, die wir ja auch aus Dark Souls und Co. kennen. Wow, krass. Also so viel Power hat es mir jetzt nicht gegeben. Ein paar Kügelchen wären, glaube ich, mal echt nice, bevor ich mich wieder an den Typen heranwage. Oh, es sind ja zwei. Warte mal. Wow, Junge! Junge, wie zerschlitzt der mich? Wie zerschlitzt der mich hier? Okay. Hui, Heidewitzka. Also irgendwie ging das hier am Anfang noch besser für mich los. Jetzt bin ich ja nur am Sterben. Aha. Also wach. Es scheint, das Schicksal will dich immer noch nicht tot sehen. Fäule Essenz Bildhauer. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Der hustende Mann fertigt wie besessen Buddha-Statuen an, um nicht von den Flammen verzehrt zu werden. Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Drachenfäule. Je öfter jemand mit der Macht des Drachenerbes stirbt, desto weiter verbreitet sich die Krankheit namens Drachenfäule. Das Husten und Keuchen über alles beweist, dass jemand, der mit dem Wolf zu tun hatte, erkrankt ist. Je mehr Fäule-Essenz du hast, desto geringer sind deine Chancen auf göttliche Hilfe. Aha, na toll. Ich habe etwas gefunden. Ein Shinobi-Modul? Ja. Ich habe dir bereits erzählt, dass deine Prothese ein Fangzahn ist. Und durch den Einbau von passenden Shinobi-Modulen in deinen Arm kannst du die Form dieses Zahns verändern. Feste Schilde? Mach Kleinholz aus ihnen. Flinke Gegner, erledige sie aus der Ferne. Je mehr Module du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine Feinde zu besiegen. Wenn jemand erledigt werden muss, gibt es dafür auch das passende Modul. So einfach ist das. Anscheinend wisst ihr eine Menge über die Prothese. Ich sollte mich beruhigen. Je länger ich von Blut spreche, desto dämonischer werden meine Skulpturen. Gib her, ich baue das Modul für dich ein. Reguläre Shinobi-Module, die du in der Welt findest, können im Menü Neues Prothesenmodul herstellen, an die Shinobi-Prothese angepasst werden. Geladener Wurfstern, ein Wurfsternrad-Prothesenmodul, eingelassen in die Shinobi-Prothese, verbraucht Geistembleme. Mit einer flüssigen Bewegung wird ein Wurfstern geladen, auf das Ziel abgefeuert. Der Wurfstern schädigt Vitalität und Haltung eines Feindes und fügt besonders springenden Feinden erheblichen Schaden zu. Okay. Ah ja, Prothesenmodul benutzen, wechseln, okay.
Ah ja, Prothesenmodule jetzt einsetzen. Habe ich gemacht. Geistembleme werden zum Aktivieren von Prothesenmodulen benötigt und bei jedem Einsatz verbraucht. Erhalte Geistembleme durch Besiegen von Feinden in der Welt oder durch Kauf bei Figuren des Bildhauers. Sie finden ihren Weg zu dir, wenn du in ihre Nähe kommst. Aha. Ja, muss gucken, dass ich jetzt nicht zu viele davon verbrauche. Und ich muss dann noch gucken, ob ich einfach den Weg dann wieder zurückreisen kann. Oder ob ich hier jedes Mal neu langlaufen muss, was ziemlich doof wäre. Ich glaube sogar, ich muss diesem Weg folgen, oder? Also dem Weg, den ich jetzt hier schon angefangen habe zu gehen. Ich könnte mal da unten die Items besorgen, bevor ich mich jetzt jedes Mal hier runter arbeite. Außerdem bekomme ich Geistembleme und vielleicht auch ein bisschen Heilung, nämlich Kügelchen zum Beispiel hier. Aber immer schön wieder gleich abhauen, wie so ein richtiger Ninja. Okay, ich bekomme die Geistembleme nicht immer. Okay, gut zu wissen. Ah, wartet mal. Ich kann mich auch jetzt hier oben zum Beispiel hocharbeiten. Upsala. Bist du denn jetzt hin? Ach, da vorne. Oh, Hund. Ah, sie sollte mal ein bisschen näher kommen, dass ich hier ein paar Todesstöße machen kann. Ah, okay, das hilft nicht. Wow. Wow, da haben sie mich aber jetzt im Team abserviert. Oh, da ist noch ein Item. Da ist noch ein Item. Haben die mich da einfach im Team abserviert? Oh, okay. Ich sollte mich auf jeden Fall wieder an dem anderen Punkt da zurücksetzen. Es ist halt ein Spiel von From Software. Das ist nichts Einfaches. Also nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. So, lasst uns also schnell mal erstmal hier oben lang gehen. Das sieht mir so aus, als ob man hier noch irgendwas bekommt. Nee. Einen schönen Überblick bekommt man hier. Über den Weg, den ich hier zurücklegen muss. Geistembleme kaufen. Naja, ich würde sagen, bevor wir jetzt gar nichts haben und alles Geld nur verlieren, sollten wir mal was ausgeben. Oh, das ist ja auch ein Item. Voll vergessen. Ungos Konfekt. Ein Konfekt aus dem
Senpo-Tempel von Ungo gesegnet, reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen, indem man das Konfekt verzehrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Der Geiststurz entstammt dem Übermaß an Karma des Menschen. Man muss hart auf das Konfekt beißen und es ertragen. Die Senpo-Mönche verteilen dieses Konfekt in Ashina als Tribut an ihre Militärhelden. Boah, ich renne voll in seinen Angriff rein. Das hat alles am Anfang irgendwie noch besser funktioniert. Kann daran liegen, dass es das Tutorial war. Boah, das Ausweichen hier ist überhaupt nicht meins. Boah, fuck, fuck, fuck. Boah, das Ausweichen hier ist echt überhaupt noch nicht meins. Genau, wieder Ungos Konfekt. Wow. So, ja, ein Kernelement sind hier natürlich, warte mal, auch Sprungausweichmanöver. Darf man nicht vergessen. Ach, guck mal, da unten kann man sich, schaut mal hier. Ah ja, jetzt kann ich hier erstmal Geistembleme kaufen. Und mich hier rasten. Also rasten muss ich direkt machen. So. Ah. Diese Welt ist wirklich nicht nur toll gestaltet, sie ist auch wirklich sehr toll aufgebaut. Schaffe ich es vielleicht so an den Typen ranzukommen, dass ich seinen ersten Lebensbalken vielleicht direkt mit einem geladenen wegziehen kann? Wartet mal, und zwar habe ich ja Keramiksplitter.
Ja. Die Generäle haben es halt echt in sich. Wow. Boah, fuck it, Alter. Ich meine, ich habe mir bald seine erste Lebensleiste da runtergehauen. Ich glaube, da kann man auch nochmal einen Angriff machen, oder? Wow. Naja, so richtig was gebracht hat das jetzt ja nicht. Wow. Auch verstehen. Was bringt mir denn theoretisch die Handvoll Asche? Aha. Oh nein! Wow, 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 wow. Wow, Leute, ey. Also ich kann auch auf ihn quasi drauf springen. Aber auch sterben dabei, krass. Boah, ganz schöner Gegner, ey. Es wäre halt witzig, wenn ich ihn halt irgendwie dazu kriege, den ersten Punkt direkt so abzuziehen. Aber warte mal, guck mal, da ist ein Loch. Da ist ein Loch, da können wir auch noch was machen. Boah. Ah ja, da kommen gleich die Hunde. Ich meine, ich kann den Typen da auch einfach umgehen und einfach jetzt hier hinten weitergehen, theoretisch. Aber ihn zu besiegen. Wäre ja eigentlich schon so ein bisschen mein Ziel. Wartet mal, geht das? Kann ich den Typen so ein bisschen von hinten attackieren? Na toll, wahrscheinlich jetzt nicht mehr.
verliert ja auch so ein bisschen meine Aggro, theoretisch. Okay, der verliert auch meine Aggro wieder. So, Patience hier. Wie macht man das? Wow, fuck it. Okay, wenn er das macht, dann resettet er sich quasi. Okay, ich kann mich quasi immer schön so auf ihn hocharbeiten. Wow! Wow, Junge! Yes, yo! Yes, yes, yes! Oh, Gebetsperle. Eine lose Gebetsperle an einer Figur des Bildhauers. 4 davon darzubringen erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Aktuell besitzt der Wolf eine Perle. Kürbissamen. Ein Samen, dem kontinuierlich Heilwasser entspringt. Emma kann hiermit die maximalen Verwendungen der heilenden Kürbisflasche erhöhen. Dogen und seine Schülerin Emma entdeckten die Kräfte des Samens bei der Erforschung der schon lange in Ashina genutzten heilenden Kürbisflasche. Oh, den Kerl zu besiegen war jetzt mega geil. Immer schön an ihm hochgesprungen. Bam, bam, bam. Hier, bam, bam, bam. Geil, ey. Das ist mega die Technik. Kann man das bei allen Gegnern machen? Mal ohne Witz, das ist mega gut. Also bestimmt kann ich jetzt hier auch aufmachen, oder? Nö. Ich muss den Weg von oben nehmen. Boah, ist das befriedigend, Leute. Ist das befriedigend, diesen Mistkerl da besiegt zu haben. Ich meine, ich hätte ihn noch einfach überspringen können. Aber nein, ich wollte ihn besiegen, denn es ist ein Mistkerl und Mistkerle müssen besiegt werden. So, an dir da oben will ich mal was probieren. Aber erstmal die... Okay, lieber einen... Oh, lieber einen einzelnen Gegner. Keramiksplitter... Scheinen sehr wichtig zu sein. Also man muss dann wirklich damit spielen anscheinend. Okay. Wow. Oh, ganz schön viele. Oh. Okay. Oh, das hat aber vom Timing gerade gar nicht mehr hingehauen. Scheiße. Okay, das war jetzt Fail. So einen fetten Bosskampf gerissen und dann an so ein paar random Dudes gestorben. Ah, das passiert auch nur mir. Bin ich jetzt hier eigentlich fertig? Mal abgesehen von den Doggies.
Ich glaube ja, ne? Hier hatte ich alles. Genau, der Typ ist jetzt natürlich weg. Den habe ich ja so richtig zerberstet. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter in der nächsten Folge von Sekiro. Ja, ein mega geiles Spiel. So langsam muss ich in das Kampfsystem reinkommen, aber es wird immer besser. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe ihn auf alle Fälle. In diesem Sinne freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis dahin, BB, euer Hyuga.